Da ist der Einsatz ab. Oh, wir haben Emblem Jagdflieger. Paulas Retter bin ich jetzt mit dem Titel. Supi. Mega. Eine schaffen wir noch, wa? So noch ein bisschen. Oder? Ja. Warte mal, ich guck mal hier nach einer Kaveste. Ich mach mal erstmal Upgrades hier. Ja, ja, mach ich auch gleich. Ich will bloß. Ich glaube, du kriegst jetzt eine. Ja, ich sag mal eben ja. Und Upgrades ist ein gutes. Oh, 3 Fertigkeitspunkte, ey. Ich, wie die Made im Speck. Was machst du da mit deinen Upgrade-Punkten? Ich muss erstmal hier meine Ausrüstung optimieren. Optimieren? Eiserne Lunge. Dauer beim Zielen und Tauchen. Okay. Was haben wir hier? Revolverheld. Oh, ich glaube, das mache ich. So. Was haben wir hier? Simultanschuss-Drohne müsste ich auch noch mal ein bisschen probieren. Schmaler Schatten. Schwerer aufgespürt werden und leichter verschwinden. Das nehmen wir mal. So oft, wie wir entdeckt werden. Sprengstoff, okay. Objektkapazität. Alle Objekte außer Klassenobjekte und Spritzen. +1. Ich mach mal eben mein Inventar leer. Schneidbrenner. Ey, ich krieg jetzt einen Schneidbrenner. Damit kann ich dann ein von Hand einsetzbares Gerät, Hochtemperaturbrenner mit den Löchern in Drahtzäune geschnitten werden können. Wofür? Für Anfertigung in Marias Laden freischalten. Ja, weiß ich nicht wofür. Aber wir können es tun. Und hier haben wir was? Guerilla. Für jeden Treffer mit einer Schrotflinte. Blödsinn, brauchen wir nicht. Medizinbeutel. +1. Okay. Adrenalin. Mhm. Maximale Munitionsmenge. Okay. Ja, ja, gut. Den 4. Und das schaffe ich jetzt nicht. Und Nachtsicht. Ich dachte, die hätte ich schon genommen. Kann im Ghost War nicht verwendet werden. Was auch immer Ghost War ist. Weißt du schon, was ein Ghost War ist? Nee, ne? Nö. Was ist das hier? Tempo klettern. Ach komm. So oft wie wir klettern, dann machen wir die anderen Sachen hier. Klar, Technik beschleunigt, Technik. Da sind ein paar Sachen dabei. Die Wasserfilter. Mhm. Ration erhöhen, Bergsteiger. Das Rutschen nehme ich mal. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt für Waffen haben. So, auf alle Fälle habe ich jetzt eine bessere. Naja, die Reichweite, Mobilität, gut, aber. Ich habe dann wenigstens wieder ein Visier, ein vernünftiges. Haben wir hier irgendwas Vernünftiges? Nee, ist effektiv schlechter. Präzision Schützengewehr. Reichweite, Mobilität, Rückstoß. Ich lass mal das hier. So. Du bist soweit. Achso, wie waren das jetzt? Ich muss noch eine Sache auswählen. Ich bin mir noch nicht sicher. So. Ich zerlege jetzt erstmal die ganzen Sachen, die ich habe. Weil man hat ja nicht so viel Platz. Achso, warte mal. B kann ich ja drücken. Massen zerlegen. Wenn du die Massen zerlegst. So. Das hätte ich in Cyberpunk gern. Massen zerlegen. So. Okay, das sieht auch gut aus. Sechster Sinn. Was? Achso, wir haben ja jetzt hier noch andere Vorteile. Wir haben... Welche Vorteile haben wir denn aktiv? Upsala. Welche Vorteile haben wir denn aktiv? Sechster Sinn haben wir aktiv. Es gibt nur ballistischer Vorteil. Ach so, das ist das mit dem Freischalten. Ach so. So, ich bin bereit. Bist bereit, ja. Packesel. Aber Packesel brauchen wir schon. So, Quests haben wir... Ach Quatsch, Quests. Dings haben wir nicht, das haben wir nicht. So, Mission hast du, glaube ich, schon ausgewählt, ne? Mhm. So, also du. Ja. Aber müsstest du aber schon haben, oder? Jo. Okay, dann brauchen wir nur mit ihm hier zu reden und dann geht's los. Da. Erzählen Sie von dieser KI. Um die Kontrolle über einen Sektor der Drohnen zu übernehmen, muss die KI das Steuerprogramm der Drohnen kapern.
Die KI ist das Herzstück unseres Campus auf Darkwood Island. Der Campus überblickt den St. Patrick Lake. Wie ist die Präsenz von Sentinel auf dieser Insel? Übel. Viele Soldaten, starke Überwachung. Okay, also, wie komme ich an diese KI? Finden Sie Christina Cromwell. Als unsere leitende Computerwissenschaftlerin Grace Maddox sich widersetzte, hat Cromwell die KI-Abteilung übernommen. Maddox ist brillant. Aber Cromwell kennt die KI in- und auswendig. Wenn wir Glück haben, weiß sie, wie wir sie bekommen. Kopieren, wa? Kopieren geht über Studieren. Ja, kopieren geht über Studieren. Wo ist denn? Da ist er. 8,4 Kilometer. Na, wenn es weiter nichts ist. Jetzt suche ich bloß den Weg raus. Dass es immer so kompliziert ist, hier rauszukommen. Fragst du bloß wo? Wir sind am falschen Ende, glaube ich. Ja, dass die Drohnen einen hier noch nicht gefunden haben. Wir haben Drohnen-Jammer hier drin. Ach so. Wir müssen unseren Kranken helfen, aber dabei selbst gesund bleiben. Guck mal, da oben sitzt Cheeky Boy. Ach, du stehst da oben. Warum stehst du da oben? Nein, ich bin hinter dir. Hier steht... Also, du hast... Wenn du den Stream offen hast, hier steht Cheeky Boy gerade neben mir. Du stehst aber doppelt gerade. Ja. Also, eigentlich bin ich neben dir, rechts neben dir. Ich weiß, guck mal, du bist hier. Warte, da. Ich sehe dich ja. Ja. Ich guck dich jetzt da an, beziehungsweise bin fast in dir. Aber der hier, der da... Wie, ist da ein Fake-Cheeky-Boy? Warte mal, das ja, da, da steht ein... Ich mache jetzt beide gleichzeitig sichtbar. Wenn du da stehen bleibst... Ich hab's mal eben auf. Du hast jetzt eine andere da Mütze ein auf? Cheeky-Boy, ja. Ey, wie geht das? Ich hab das sind ja zwei Cheeky-Boys. Na, du hast eine andere Mütze jetzt auf als dein alter Cheeky-Boy. Aber ich glaube, das ist hier auch ein Hub, wo ich dich jetzt einladen kann. Weil hier steht zum Beispiel Lea und Jiu-Jitsu. Ich glaube, das sind irgendwelche Leute, Pixelheld ja auch. Das sind irgendwelche Leute, die im Uplay in der Freundesliste sind. Deswegen stehst du hier. Na? Gut, können wir jetzt weitermachen? Ja, wir können weitermachen. Aber gut zu wissen, dass das geht. Ne? Bist du müde? Nein, ja. Okay, na was denn? Ja. Ja, nein, ich weiß nicht. Oh, schöne Musik. Echt, hier ist Musik? Hab ich nicht. Ich habe wirklich alles runtergedreht an Lautstärke. Ist das falsch, wo du langläufst? Nein, es ist nicht falsch. Doch, wir müssen nach da oben, verdammt. Na, wie soll das verlassen? Wo steht verlassen? Da ist. Da, Lakes Gesetz, hier müssen wir rüber. Glaube ich. Jetzt hier rechts vorbei. Und dann da lang. Und. Dann sind wir wieder am Anfang. Ey, was ist denn das hier? Wieso ist das so kompliziert? Können wir nicht irgendwie... Warte mal, wir können doch über die Karte gehen. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? Wo ist unsere Quest? 8 Kilometer ist entfernt, da hinten. Hier muss es doch bestimmt irgendwas... nee, hier gibt es nichts von Ratiofarm. Warte, was ist das da? Fraktionsunterstützung wollen wir nicht. Ich glaube, ich hab den Weg gefunden. Ja? Ja. Na toll. Wo ist er? Kommst du? Ja, ich versuch's, ja. Mich hält gerade ein Zaun auf, Moment. Ach, da oben, ja. Ja, da steht verlassen, richtig. Ja, habe ich auch dreimal oder so gesagt. Einmal. 10-mal. 12. Spielerinfos ansehen. Oh, na toll. Man bleibt doch noch stehen hier. Ey! So, jetzt habe ich deine Spielerinfos angesehen. Hey, hi. Hättest du damit gerechnet? Nein, hätte ich nicht. So, Hubschrauber oder nicht? Na, jeder hat wieder seinen, ne? Wobei, ich kann ja diesmal als Heckenschütze mitfliegen hier.
aber bitte ordentlich. Problem. Wow. Nein, nein. Oh, fuck. Chiki? Ich steig aus. Ich auch. Oh, oh, es ist... Ich bin tot. Bist du tot? Ja, ich bin tot. Ja. Warum? Ja, weil der Fallschirm sich nicht geöffnet hat. Ich hab einen Bauchplatscher durch den Dschungel gemacht gerade. Bekommst du jetzt wieder, oder? Ja, ich lade gerade. Wahrscheinlich setzt er mich an meinen letzten Speicherpunkt oder so, der 14 Kilometer entfernt. Sorry. Oh, ich muss wieder rauslaufen. Wo ist denn hier? Da oben ist verlassen, okay. Oh. Ach, holst Chibi. Du mich ab? Na, ich muss erstmal raus. Ich warte dann hier auf dich, okay? Ja. Was bleibt mir noch anderes übrig? Ich bin ja nicht nachtragend, aber das merke ich mir. Ich sag noch, flieg ordentlich. Und dann ratscht der da mit dem Propeller oben durch, mit dem Rotor. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ja. Komm, bist du immer noch nicht draußen? Ist dir sonst nie passiert. Ich renne gerade Maxwell DJ hinterher. Ach so. Ja. So. So, ich bin gerade. Ich komm. Also erscheine hier gleich. So, Moment. So. Warum habe ich denn jetzt hier... Hä? Auf der Waffe ist eindeutig... Komm, mal, mach hin! Warte doch mal, Nee, das ist jetzt gerade wichtig, das ist wirklich wichtig. Ich kann nicht 8 Kilometer laufen. Ich hol dich ja gleich ab. Ich will bloß gerade meinen Sniper, was ich ausgewählt habe, hat nicht Boah, die Möglichkeit... Boah, jetzt guckt der nach seinem Sniper. Ich glaube, ja, der nicht. Warte, ich muss erst mal in den Optionen die Tastenbelegung angucken. Boah. Jetzt muss er nicht die Tastenbelegung angucken. Nochmal. Du, das ist gerade wichtig, weil ich habe keinen Zoom mehr in dem Sniper. Ich sehe nur noch im Fadenkreuz. Scheißegal. Nein. Das ist halt nicht scheißegal. Ich laufe hier durch den schwersten Dschungel. Ich hol dich doch gleich ab, Mann. Menüs, Lobbys, Objektfelder drücken, Befehlsrad drücken, Alter, Geschütz hacken, nachwählen, Menü hat, was ist denn mit Schießen oder so? Vorwärtsbewegung. Feindlicher Helikopter. Springen, Fallschirmsprung, sag mal. Scheiße, wo bin ich? Hier, Kampf. Nachladen, kontrolliertes Atmen, der Taste Mündung wechseln beim Zielen. Ist das T? Das ist T. Abzug wechseln, X. Zielfernrohr wechseln, B. Mein Gott, Firefox, ehrlich jetzt. TXB, merkt ihr mal, TXB, TXB. Nein. T? Nee. Ich X. Gleich. B. Kann ich gar nicht. Ich habe jetzt 300 Meter geschafft in der ganzen Zeit, wo du da am Rumpimmeln bist. Ich hol dich doch ab, Mann. Mein Gott. Ist ein Snickers, Mann. Wo ist er denn? Bist du erst 1,3 Kilometer entfernt? Ja. Ich habe auch keine Ausdauer mehr. Ja, wenn du die ganze Zeit rennst? Die ganze Zeit am Rennen bin. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Hallo, Auto. Warst du das? Was? Bist du da am Rumschießen? Nein! Ja, natürlich bist du das! Nein! Hier, komm, wo die Kusselgruppe ist, da lande ich, ja? Och, da sind ja Leute! Ja, kommst du. Kannst du mich mal bitte einsammeln? Ja, ich musste gerade die Leute für dich erstmal umbringen. Kommst du mal her? Da kommen Leute gerade. Ja. Komm, go, go, go. Go, go, Power Ranger. Was sind das hier für Steine? Was? Das sind, das
war mal ein Gebäude. Das ist bestimmt das, was gesprengt wurde. Nee, das sieht anders aus. Also. Dafür, dass das Ultra-Einstellungen sind, ist ja aber ganz schön viel Nebel, ne? Ja. Ist der Fog of War, kennst du? The Fog of War. Nicht der Fog, sondern Fog. Ich hab The Fog. Kennst du The Fog, Nebel des Grauens? Nee. Ich guck sowas nicht. Kuba, siehst du da hinten diesen riesengroßen aufsteigenden Rauch da hinten? Da, in die Richtung? Rechts neben der Bergspitze? Siehst du nicht, wa? Was denn? Was soll ich sehen? Ob du den riesigen Qualm rechts neben der Bergspitze siehst, der da als ja, Säule... Natürlich sehe ich den. Hallo, ja. Ich spiele dasselbe Spiel wie du. Ja, und wie ist deine Meinung dazu? Zum Spiel oder dem Rauch? Ja. Firefox. Was von beiden jetzt? Na, den Rauch da. Was ist der Rauch da? Oh, wir werden von der Sam-Stellung gesehen. Gleich nicht mehr. Und das Radar. Sehr schön. So muss es sein. Schade, dass es keine Flugzeuge gibt, ne? Da wären so eine Flugeinsätze ein bisschen schneller. Oh, wir sind gleich da. Oh, was ist das denn? Was sollen wir eigentlich machen? Achso, wir sollen sie finden, okay. Wenn ich hier oben lande, ist das okay? Nee, ne? Nee, ist ein bisschen scheiße. Ja. Na toll. So, jetzt kann ich auch kommen. Was? Was ist denn hier? Bist du hier in einem Tennisfeld gelandet? Warum? Das war kein Böser, Alter. Doch. Natürlich war der böse. Wo müssen wir jetzt hier hin? Wir müssen sie jetzt ja alles durchsuchen hier, ne? Bom 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 Du bist, aber auch so ein 90er geschädigt, oder? Ja, natürlich. Baloo und deine Crew. Dass dir das auch jetzt erst auffällt, nach gefühlten 20 Jahren. Ja, gefühlter. Schieß doch nicht so rum, die hören doch Schüsse hier. Ja, die sollen kommen. Oh. Warst du das? Ich hab eigentlich auf einen Typen geschossen, das ist einfach spontan explodiert. Ich kann nichts dafür. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich hier schieße ohne ein... Ich habe so ein fettes Fernrohr oben drauf und kann nicht durchschießen. Boah, welcher Spacko hat hier jetzt Verstärkung angefordert? Der da hinten. Der da hinten. Was ist das? Keine Ahnung. Da war irgendein Mac. Mac? Mac, wie M-E-C-H. Macintosh Mac oder was? Boah, lass mich in Ruhe. Na was denn? Was ist eigentlich unser Ziel? Wir müssen jemanden finden hier. Boah! Autsch! Hier kommen Panzer übrigens, ne? Nur mal ja, so. Hab ich dir doch gerade gesagt, Mac ist da draußen. Was für ein Mac? Wieso nennt man die Dinger? Also ich nenne die Panzer. Oh fuck! Ich sag doch, oh fuck! Ja, warum hast du das ausgelöst? Hab ich doch gar nicht! Ja, hast du wohl! Nein! Stimmt ja gar nicht! Tötet sie alle! Auf einmal waren die da!
Wo? Alter! Erstmal verstecken hier. Ich hab's gehackt. Was? Den Mac? Oder was? Ja. So. Da schießen noch welche auf mich. Ey, du machst einen Krach, ey. Wir sollten hier leise durchlaufen. Und du ballerst, als ob es keinen Morgen gäbe hier. So, ich glaube, ich hab's. Ich komm dann mal, ne? Okay. Das war so fucking befriedigend. Och, nicht jetzt nachladen. Okay. Was ist denn hier los? Jetzt muss ich auch mal vorwarnen können, dass hier schwer bewaffnet ist. Ja, echt, ey. Oh. Warum hat denn die Waffe so seltsam gewechselt? Was haben wir hier? Das ist wieder... Achso, ja, ja. Na toll. Mach mal eine Fotokopie davon. Hab ich. Wird bei mir nämlich dann auch aktualisiert, alles gut. Ich muss hier weg. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen, aber okay. Auch nicht. Ich muss jetzt schwimmen. Ich sehe nur, dass da hinten so eine geile Waffe rumliegt. Eine geile Waffe. Toll, hier kommt man nicht raus. Ah, hier. Boah, streut die Waffe ohne Ende hier. Und? Wie geil ist die Waffe? Das ist eine Blaupause. Und da toll. Ein? Winnie wurde gerade getötet, was? Wer ist denn Winnie? Ahnung, der Typ da. Wer schießt denn hier die ganze Zeit auf mich? Hier kann man reden. Das ist ein Questgeber. Da nicht, hier hinten lang. Da nicht, hier hinten lang. So. Ich hab ein Fundstück. Programmierereinsatz, okay. Ne, da kann man nicht durch. Aber hier. Ja, hast du schon gefunden, ja, ne? Tja, ne. Oder? Warte mal. Sie ist auf dem Scale Foundation Campus. Ihre Kollegen werden wissen, wo sie zu finden ist. Okay, die Kollegen müssen wir befragen. Befrag mal die Kollegen. Ich wechsle mal kurz die Waffe. Das ist scheiße hier, dass ich kein Zielfernrohr habe.
Finde ich nicht in Ordnung, sowas. Leichtes Maschinengewehr und... Mal gucken, ob wir damit... Eins, ist ja eigentlich eins drauf da, ne? Aber... So, wir nehmen das hier. So. Ich hab... Ich hab... Warum... Was habe ich für eine Taste gedrückt, um das zu... Also ich, wenn, ich kann das mit dem, wenn ich Digipad nach links drücke, dann geht das weg. Dann schraubt er das auf oder macht es wieder weg. Digipad nach links, ja, das ist die Frage. Nee. Es kann ja nur eine Taste sein, die ich hier drücke, ne? Das ist Ditter. So, ich rede mal mit der Alten hier. Ah, okay, Alt-Taste ist es bei mir. Oh, ist ja schlimm. Weg ist er. Genau aus dem Grund, nämlich. So, wir haben nämlich ein Ziel jetzt. 105 Meter. Okay. 105 Meter, ja, da, ja. Ist oben. Wahrscheinlich in diesem Gebäude hier drin. Mhm. Und wir müssen noch einen höher, ne? Ich bin hinter dir, ne? Eine coole Treppe hier, die gefällt mir irgendwie. Noch eine Etage höher, okay. Noch eine Etagere. Noch eine Etagere. Da ist er. Ich hab sie. Dr. Christina Cromwell? Mein Name ist Nomad. Ich war in einem der Helikopter, die über Aurora abgestürzt sind. Ich arbeite mit Jay Skell. Das heißt, er lebt? Okay. Wow. Ich meine, Ayanna Furys Verlautbarungen sind gruselig. Wie geht es ihm? Naja, wir arbeiten daran, Zivilisten sicher von Aurora wegzuschaffen. Aber wir brauchen ihre Hilfe. Aber diese Insel... Der Ex-Polizist, der für Sentinel arbeitet, Ian Blake. Er hat die Insel stärker abgesperrt als, naja, die Überwachungsdrohnen, die uns beschützen sollten. Die halten uns jetzt gefangen. Dann machen die Überwachungsdrohnen ja genau das, wofür sie gebaut wurden. Wie können sie? Sie wurden gebaut, um Menschen zu beschützen, nicht um sie einzusperren. Sehen Sie, Jace glaubt, er könnte genug Drohnen ausschalten, dass wir ein paar Leute von Aurora wegbringen und Hilfe holen können. Und er will die KI. Bingo. Das Sicherheitsteam hat vor einigen Monaten eine Systembeurteilung durchgeführt. Wenn Sie den Bericht finden, hätte ich eine Anleitung, wie ich die KI hacken kann. Sind die Schwachstellen nicht längst beseitigt? Nein, nein, das glaube ich nicht. Das ist der modernste Ort der Welt, aber die Mühlen der Bürokratie malen so langsam wie überall sonst. Aha. Versuchen Sie es in der Archimedes-Halle, dem Datenzentrum. Dort sollten Sie den Bericht finden. Also, die Bürokratie verhindert, dass Exploits gefixt werden, sobald sie bekannt sind. Also, wenn Exploits bekannt sind, werden sie nicht gefixt, weil man wartet, bis das von der Bürokratie freigegeben wurde, dass sie gefixt werden. Interessant. Und der Schick ist nicht mehr da. Wieso? Weiß ich nicht, weil er so nicht reagiert. Ich hab dir gelauscht. Entschuldige so. Bitte, dass ich dir zugehört habe. Ja, da hättest du ja sagen können, nein, das sehe ich anders. Oder ja, sehe ich genau so wie du. Hier gibt es übrigens einen Fertigkeitspunkt zu mitnehmen. Hab ich schon. Echt? Jo. Du hast doch die Sequenz übersprungen, gib's doch zu. So, what's next? Na, wir haben jetzt zwei Zielpunkte da hinten in 200 Meter. Zum Teufel, wer sind Sie? Ich bin Nomad. Hier geht's nicht weiter.
This is CNN. Da hinten geht's runter. Also hier über Architektur und so, ne? Da müssen wir mal reden. Also, dass es nur einen Treppenaufgang gibt hier. Das sind mehrere Treppen. Aber nur einen Aufgang. Einen zentralen. Einen zentralen Aufgang. Die anderen gehen nicht zentral hoch, sondern nur ein Stück. Oder die sind zu, die Treppendingers. Die Treppendingers sind zu. Das kann auch möglich sein. Woran sieht man eigentlich, wo die Ausdauer ist? Ach, der blaue Balken da links. Ja, ich sehe ihn jetzt. Bei mir ist der Balken unten. Dann habe ich keinen. Welchen Balken unten? Unten in der Mitte. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht sowas. Das ist so ein weißer Balken. Ja. Und schwipp. Ich habe keinen weißen Balken unten in der Mitte. So. Wo ist der? Okay, okay, finden wir sie. So, pass auf, die wollen uns finden, ja? Okay, das erste hast du schon gefunden. Das zweite ist über uns wahrscheinlich, ne? Oh, hier ist das Rechenzentrum. Oh, ich möchte so eine Serverfarm haben. So. Habe ich. Was müssen wir jetzt so machen? Ich habe jemanden entdeckt. Oh, oh. Ich glaube, dann haben wir jetzt alles. Du, hier kommen Leute, die müssen wir befragen. Ich glaube, ich habe einen umgebracht, den wir befragen müssen. Ist aber schlecht. Na, dann müssen wir nochmal warten, bis der nächste zum Befragen kommt. Oder? Der PC ist durch Passwort geschützt. Befehlshaber werden das Passwort kennen. Okay, wir müssen Befehlshaber aufspüren und er muss uns das Passwort nennen. Also Beine, in die Beine schießen, nicht in den Kopf, ne? So, schnapp ihn dir. Gib mir jetzt das Computerpasswort und wir bleiben Schmerzen erspart. Okay, hopp. Kannst du mir mal eben helfen? Wenn ich auf mich geschossen wird, kann ich nicht verhören. Ja, du. Ja, was? Ja, du. Überraschung, Arschloch. Gib mir jetzt das Computerpasswort und wir bleiben Schmerzen erspart. Okay, okay, schon gut. Hier ist mein Passwort. Okay. Salbra, sag mir, wo diese Person ist. Warte, ich befrage den nochmal eben zur anderen Mission. Ich hab dir schon alles gesagt, was ich weiß. Ich gehe schon mal zum Passwort-Code-Dingens, ne? Na komm, so. So, jetzt kommt der Meister-Hacker wieder. So. Und los geht's. Habe ich. Meter in die andere Richtung. Oh, wir müssen in diesen architektonischen Vorbau darüber. Ja, das ist aber sehr, sehr schön. Ja, ich gehe aber diesmal nicht durchs Wasser. Ich gehe hier draußen lang. Ja. Ist auch wesentlich. Sieht schon scheiße aus, das Ding, ne? Ja. So eigentlich die Maßeffekte? Ja, nee, heute nicht. Also heute sowieso nicht. Gestern hatte ich sie ja schon nicht, als du gestern gefragt hast, und heute habe ich sie auch noch nicht.
Ey, das ist ein Zivil Dingsbums hier. Ein Zivilland. Ich hab ja auch daneben geschossen. Ja. Extra daneben. Und die Leute verängstigt. Ist nicht in Ordnung, sowas. Wenn das einer bei dir machen würde, dann würdest du heulen. Ja. Eben, siehst du? So, hab ein Fundstück. Und zwar E-Mail von Peter Miles. Siehst du, hier ist auch ein zentraler Aufgang. Ja, der ist aber anders. Guck mal, jetzt scheitert's schon. Ja. Was machen Sie hier? Töten die so? Wie geht's denn hier weiter? Ich weiß nicht. Na, Sie hier wieder befragen. Ich habe die Treppe nicht gefunden. Sieht aus, als wäre ein früherer Hackversuch vom Sicherheitsnetzwerk gestoppt worden. Die Cybersecurity war und ist nicht mein Ding, aber ich meine ja. Wir sollten in der Lage sein, das Netzwerk auszuschalten. Heißt das, wir müssen mehr Computer hacken? Für mich ja. Für Sie heißt es mehr schießen und Sachen in die Luft jagen. Oh, das ist okay. Begleitermission. Okay, ich möchte lösen. Muss ein Köder-Proxy. Okay, theoretisch könnte ich die KI runterladen, wenn sie einen Dongle in das System im Kommunikationszentrum stecken. Ach ja, wieso bin ich nicht drauf gekommen? Blake nutzt unser Sicherheitsnetzwerk. Können wir das Netzwerk abschalten? Wir brauchen nur genug Zeit für den Upload. Ja, schon. Dongle. Wenn wir die Gipfelantenne ausschalten, die Gipfelantenne. Würde das Netzwerk auf Darkwood Island Hast du zu Hause auch eine Gipfelantenne? Deswegen... Nein. Siehst du, deswegen ist dein Internet so langsam, weil du keine Gipfelantenne hast. Wenn sie die kappen, könnte ich die KI runterladen. Warten Sie hier. Ich erledige das. Wow, Sie sind echt selbstbewusst. Wir treffen uns an dem markierten Ort auf Ihrer Karte. Die Dialoge. Ach, die Gipfelantenne. Wer kennt sie nicht? Weißt du, rufst du dann bei der Telekom an und die sagen dir dann, du sollst jetzt mal die Gipfelantenne abschalten, damit dann dein Download besser wird. Verschlechtert aber dann den Upload. Warum bist du schon wieder unten? Ich war die ganze Zeit hier. Nee. Oh mein Gott. Die Gipfelantenne. Der Gipfel aller Antennen. Da lauert ein Oscar für die Dialogregie, definitiv. Uch, das ist ja eine Wand. Was soll das? Ich will Erzähl mal. Nichts tun. Genau. Haben Sie eine Idee? Sagt Shiki, der den Leuten dann immer einen Schuss im Kopf präsentiert. Sehr freundlich. Ja, genau. Habe ich schon Ruf weg, ne? Ja, na klar, so ein Ruf weg. So, warte mal, ich muss mal hier. Moment. So. Ich hab mal die Gipfelantenne markiert. Irgendwo ist die Gipfelantenne. Da 3,1, da 1,1. Ja, also die Gipfelantenne ist hier gleich um die Ecke. Ich habe hier irgendwo auch einen Hubschrauber gesehen. Aber es sind ja drei Ziele. Ja, aber nur die einzig wahre Gipfelantenne, die müssen wir erledigen. Was sagt er hier? Finden Sie die auf dem Foto abgebildete Campus-Relais-Station. Siehst du? Wir müssen nur finden, mehr nicht. Total easy. Da hier drüben ist der Hubschrauber. Da hinten? Ach, den Dongle, ja, den dürfen wir nicht vergessen. Aber nur mit der Gipfelantenne. Also die muss weg. Oh, andere Stiefel im Laufen angezogen, das ist super. Aber ich sehe immer noch nicht den weißen Balken, den Shiki meint, mit der Ausdauer. Ich habe sowas nicht hier. Ich wollte gerade schimpfen, wer macht denn einen Hubschrauberlandeplatz mitten im Wasser, wo du nur hinkommst, wenn du durchs Wasser schwimmst? Das hätte keinen Sinn gemacht. Huch! Vorsicht! So, wo ist denn die nächste Gipfelantenne? Da, Richtung Westen. Da.
Das ist aber nicht die Gipfelantenne, das ist Stromausfall. Ne, ist ja egal, ist ja egal. Fliegt doch trotzdem. Gipfelantenne ist da oben, ich will zur Gipfelantenne. Na dann los. Ich meine, Gipfel ist Gipfel, oder? Das ist ein Gipfel. Das ist aber auch das Ziel, was wir suchen, ja? Ich setze rüber. Das ist ja kein Gipfel. Ist aber eine richtige Gipfelantenne. Boah, stell dir mal vor, da oben so ein riesengroßer, fetter WLAN-Hotspot, ja? WLAN für die gesamte Insel, 14 Kilometer weit, zack, bumm. So richtig Lost-mäßig da. Aber so richtig. Boah, auf jeden Fall, also guck dir das mal an. Also, was ist wenn mit meinem Gesicht? Die Definition von Gipfelantenne ist. Was ist mit meinem Gesicht? Fliegst du auf den Hubschrauberlandeplatz oder was? Jo. Landest du oder? Achso, ich dachte, du schießt. Voll der Krieg hier. Was? Die haben nichts drauf, okay. Wird das schon stimmen, wenn sie das sagen? Okay, Cheek ist schon drin. Das war ja einfach. Denk dran, den Dongle in die Gipfelantenne zu stecken, ne? Reinstecken, hast du gesagt. Ja, in die Gipfelantenne. Hat Lutander gesagt. Oh, wie lange lebt denn die Knarre, ey? So. Oh. Da ist der. Da ist die Gipfelantenne. Ich stecke jetzt in den Dongle rein. Ey. Hast du? Der Dongle ist in der Antenne. Hast du reingesteckt? Jo. Wir haben gleich super Internet, pass auf. Und, wie ist es? Ja, ist schneller geworden jetzt. Okay. Also auf jeden Fall Ping ist niedrig. Aber der Upload, der krankt noch ein bisschen, oder? Ja, deswegen müssen wir noch die anderen Gipfelantennen gipfeln. Wo bist denn du? Nö, ich mach hier Leute platt gerade. Dann gehen wir dann zum Hubschrauber wieder, oder? Ja, ich komm den Außenborder runter. Ich bin gleich da, warte, ich komm nicht wegfliegen ohne mich. Okay, das ist kein explosives Fass, schade. Oh, da brauchst du lang, um die Knarre nachzuladen hier. Okay, ich bin drin.